Guten Tag und herzlich willkommen. Im Hintergrund zwitschern die Vögel. Das hat man auch nicht so oft, ne? Nein, wir hören nicht, hier gibt es noch Vögel. Und hier gibt es noch einen Wassersprenger, wie bei Blue Velvet. Oh mein Gott, ein Wassersprenger und eine Hecke, wie bei Blue Velvet. Kennst du Blue Velvet, Häschen? Nein. Er macht immer irgendwelche Filme. Popkulturelle Referenzen, aber wir haben bei Avengers. Ist nicht popkulturell. Blue Velvet ist nicht popkulturell? Nein, ich kenn's nicht, das ist popkulturell. Nur weil sie keine Generation popkulturell. Nur weil sie so jung ist. Naja, und wir haben bei Avengers ja gestern gelernt, in 3D IMAX OV Avengers, dass... Du darfst nicht spoilern. Doch, das darf man sagen. Da sagt Iron Man, man soll keine popkulturellen Referenzen machen. Wer hat das gesagt? Spider-Man oder irgendjemand? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Oder hat einer... Spider-Man hat die ganze Zeit popkulturelle Referenzen gemacht mit Alien und so weiter. Und, war das Spider-Man? Iron Man ging das ziemlich... Es kommen jedenfalls ziemlich viele Superhelden vor. Es gibt sogar ein Erklärvideo im Internet. Aber wir haben durchgeblickt weitgehend, ne? Ja. Wir sind ja auch Superhelden-Nerds. Wir sind Superhelden-Nerds. Was wir euch eigentlich erzählen wollten ist, wir gehen ins Planetarium und da schauen wir uns mal für euch um. Bis gleich. So, hier direkt am Eingang sieht man Menschen mit Hüten. Und das ist kein Zufall, denn wir sind in der alten Hutfabrik. Die hat Gunther umgebaut zu einem riesigen Plastinarium. Hier sind lauter Zeitungsausschnitte. Hunderte und Tausende, kann man schon fast sagen. Ja, hier sind nur einige. Und das sind alles Zeitungsartikel, der absolute Wahnsinn. Es gibt auch ganz, ganz bisschen ein paar Sachen. Eine Tasse mit einer Raucherlunge, kann man hier kaufen. Solche Sachen. Aber vieles, was im ersten Moment ein bisschen komisch wirkt mit den Hüten, ergibt totalen Sinn, weil wir eine Hutfabrik sind. Das hier war ein alter Spiegeltitel von 2004. Hier sieht man gut als Dr. Tod. Und der Artikel ist auch sehr merkwürdig. Da wussten die Redakteure auch nicht so recht, was sie machen sollten. Aber gut, hat man wieder das Beste daraus gemacht und hat einfach die Titelseite hier an die Wand gehangen. Sehr schön, jetzt gehen wir mal rein. So, hier kann man was lernen. Also was wirklich Vernünftiges. Es gibt ganz verschiedene Techniken, um Gewebe haltbar zu machen. Am einfachsten, das kennt jeder, der schon mal eine tote Katze auf dem Speicher gefunden hat, nach 5 Jahren oder so, das ist ja Vertrocknung. Das kann man aber natürlich auch sehr kunstvoll machen, so wie hier. Also es muss jetzt nicht immer so gruselig aussehen wie irgendeine Mumie im Museum. Ein noch nicht lackiertes Präparat, das sieht schon mal gleich nicht so zusammengeschrumpelt aus. Hier kann man auf einmal schon viel mehr Details erkennen, ne? Das sieht schon viel, viel lebensechter aus. Und jetzt... Da kann man wirklich jede kleine Struktur wunderschön dran sehen. Und das ist der Stand der Technik. Und in sehr vielen Museen sieht man als Stand der Technik noch das dahin. Wir sind noch im Vorraum. Es gibt immer noch was zu entdecken. Mein Lieblingsplastinat, darf ich das sagen? Lieblingsplastinat ist zu viel gesagt. Das Skurrilste ist der Käsekuchen. Hat Gunther 1979 plastiniert und bis heute ist er da. Oder diese wunderschönen Pilze hier. Ist gar kein Versuch, ein sehr gelungen ist das sogar. Was unheimlich schwierig ist, interessanterweise sind Gehirne, muss ich sagen. Das ist von 1980, die Gehirnplastinate, die sind eine Bitch. Da gehört viel, viel Kunstfertigkeit dazu. Ja, jetzt sind wir in der echten Ausstellung sozusagen, wenn man will. Nennt ihr das eigentlich Ausstellung? Oder das ist eigentlich Lernwerkstatt dazu, weil das alles so aufgebaut ist, ja, im Körpersystem. Ja, also es ist aufgebaut Stück für Stück. Da vorne sieht man, wie Knochen dargestellt werden können. Also auch an so einer Art Werkbank. Und hier finde ich, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Hier kann man mal in den Kopf reingucken. Kann man hier rein. Und das ist wirklich, das kriegt kein Mensch hin. Kannst du mal so ein bisschen rumgehen vielleicht. Das kriegt man kunstvoll wirklich nur hin. Darf ich mal die Kamera haben? Wenn man sich das hier mal anschaut, da mit der Nervenfreipräparierung. Und diesem Schädel, also das ist wirklich ganz, 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 ganz tolles Plastinat. Du warst ja noch gar nicht hier, wie findest du das bis jetzt? Finde ich sehr interessant. Was die anderen Ausstellungen auch. Hm? Die anderen Ausstellungen sind ja auch sehr interessant schon. Die anderen Körperwelten-Ausstellungen, ja. Stimmt, die anderen hast du auch schon gesehen. Aber jetzt sind wir in der Werkstatt. Oder hier ist auch noch mal ein ganzes Kopfpräparat. Also das ist eine Sensation. Also als ich ein Student war, war das völlig, völlig unvorstellbar, sowas zu haben mit so einer sozusagen so hohen Auflösung, würde man vielleicht sagen. So HD ist das eigentlich, oder wie echt. Außer die Augen. Hier kann man es mal sehen. Oh, das ist ein Traum. Nur die Augen, die sind nicht echt. Das kriegt man nicht hin. Da muss man ein Glasauge nehmen.
So, das hier ist der, sagen wir mal, Präparationsraum, aber der ist nicht nur dafür da, dass Dinge hergestellt werden für anatomische Institute, für Studierende, für Lehrende und so, sondern hier kann man auch rein. Also wenn ihr ins Plastinarium kommt, könnt ihr auch hier reingehen und an die Tische gehen und euch das angucken. Das ist wirklich faszinierend. Wenn man es, also selbst wenn ihr es mal im Fernsehen oder bei YouTube oder weiß der Teufel wo gesehen habt, mal zu sehen, wie die Blutgefäße aussehen, wie die Nerven aussehen, wie das Fettgewebe aussieht, obwohl die Leichen ja vorher schon behandelt sind, das sind ja ganz keine ganz frischen Leichen, das ist schon eindrucksvoll. Ines, du hast ja gerade dahin geguckt, wie die Haut abpräpariert wurde vom Fettgewebe, das hast du auf einer Leinwand gesehen. Ich fand das interessant, dass das Fettgewebe so krümelig wird, wenn das, wenn das noch ganz frisch ist, hält das ja sehr gut zusammen und da ist es schon sehr, sehr krümelig geworden. Genau, und die Haut hat sich verändert und es kann auch flüssig werden. Also das Fett kann auch, also nicht das ganze Gewebe, aber das Fett kann auch rauslaufen. Das gibt es auch schon mal, habe ich schon gesehen am Tatort. Das sind halt Dinge, die muss man einfach mal selbst gesehen haben, sonst kommt man da nicht drauf. Also wer hätte gedacht, dass das Fettgewebe sich so verschieden verhalten kann? So, das ist ein Gunti sozusagen, also so wird das hier intern genannt, ein Anhänger mit Gunter, aber darum geht es gar nicht, sondern da ist eine Identifizierungscode. Und damit kann man genau nachvollziehen, von welcher Leiche irgendwas kommt. Also wenn ihr das irgendwie mal hört, dass es angeblich irgendwie unbekannt ist, wo die Leichen herkommen oder so, das ist genauestens dokumentiert mit einem Chipcode. Und manchmal sieht es halt ein bisschen merkwürdig aus, vielleicht für manche, weil die Silhouette von Gunter dran ist, aber ich meine, es geht ja darum, dass es funktioniert. Und die sind verplombt und an das Plastinat dran gemacht. Und in den Ausstellungen werden die meistens abgemacht, weil die Leute es eben komisch finden, wenn da so ein Etikett dran hängt. Und dann hat man den Salat. Also einerseits ist es dokumentiert, wenn die Dokumentation dran hängt, dann ist es auch wieder nicht richtig. Müsste man vielleicht mal Chips implantieren oder sowas, also rein verbergen, so wie ich den im Arm habe. Das schlage ich gleich mal der Chefin hier vor. So, das ist die Positionierung. Wenn ihr früher im Plastinarium wart, kennt ihr das noch nicht. Beziehungsweise vielleicht schon, aber es war im anderen Gebäude. Und hier werden neue Plastinate hergestellt. Dieses Plastinat werdet ihr in Berlin bald bewundern dürfen. Wann denn? Na, ich denke mal so, was haben wir jetzt? Ende August, im September vielleicht? Also jetzt haben wir Mai 2018, also im Herbst 2018 könnt ihr das in Berlin in voller Pracht sehen. Und ganz schön viel Arbeit. Kann man überhaupt nicht schätzen, wie viel Arbeit das ist, wie viele Stunden? 4000 Stunden oder so? Oder? Naja, bei der Positionierung selbst jetzt, sind es zwei, weil es ja zwei Präparate sind, Für die Positionierung. Positionierung 800 Arbeitsstunden. Könnt ihr mal ausrechnen, wenn ihr 38,5 Stunden die Woche arbeitet, wie viel 800 Stunden sind. Und die ganze Präparation und Plastination kommt dann noch oben drauf. Vielleicht kommen wir, vielleicht 4000. Guck mal, was hier liegt. Achso, übrigens. Bestimmt fragt ihr euch, ob das hier komisch riecht. Nein, riecht es nicht. So sieht's aus. Da wird das alles hergestellt und dann werden die wunderschönen Plastinate. Hier sieht man schon wieder einen anatomischen Atlas. Da seht ihr, wie es auf der Zeichnung aussieht. Ist auch nicht schlecht. Aber wenn man echt drum herum gehen kann. Oh doch, wir können uns das nochmal bei der Wirbelsäule angucken hier. Hier kann man das sehr, sehr gut sehen. Oh mein Gott. Wer möchte das gerne alles freilegen und frei plastinieren? Also ich nicht. Sehr, sehr viel Arbeit. Und frei präparieren vor allen Dingen. Dieses Plastinat hier, was hier gerade hergestellt wird, ist übrigens nicht einfach irgendeins, sondern es ist aus einem Katalog. Also da können Universitäten können sich das aussuchen, was sie möchten. Und dieses hier heißt Body 2. Und das ist also nicht irgendwie wahllos oder einfach so in der Hälfte zersägt, sondern es geht darum, dass man sieht, wie die Organe ineinander laufen. Wir können ja ruhig mal näher rangehen. Hier kann man das vielleicht sehr, sehr schön schon sehen. Hier sind die Blutgefäße sehr schön frei plastiniert und präpariert. Und da sieht man die großen Aderverläufe, hier kann man das Gehirn sehen, hier ist das Kleinhirn, das Stammhirn, das Kleinhirn und das Vorderhirn, wo unsere Persönlichkeit drin sitzt. Komm, wir gehen mal zur Persönlichkeit. Hier sitzt eure Persönlichkeit, hier vorne und an der Seite. Wenn die Persönlichkeit zerstört wird, durch eine Demenzerkrankung zum Beispiel oder durch einen Verkehrsunfall, dann lebt man weiter, dann kann man weiter atmen, dann kann man weiter trinken, dann kann man weiter husten, dann kann man schlafen, aber man hat keinen Musikgeschmack mehr oder keinen Humor mehr und solche Sachen. Das verschwindet alles. Passiert durch Unfälle oder durch Demenz. Und hier, darf ich das mal kurz haben? Hier kann man auch nochmal sehr, sehr, sehr schön sehen, was für eine frickelige Wahnsinnsarbeit das ist. Das ist alles herzustellen. Also das ist eigentlich ist es Kunst, aber wir wollen es mal nicht Kunst nennen, sonst gibt es wieder Riesendiskussionen, aber es ist eine sehr, sehr große Kunst, ist das. So, hier ist ein riesiger, müsst ihr selber rauskriegen, ihr seid alle alt genug, was das ist. Und der frisst einen, könnt ihr auch selber rauskriegen. Geht mal näher rein. Auch wunderschön, wunderschön plastiniert, total cool.
Ich sehe schon, ach, hier unten kann man noch sogar ein bisschen in die Organe reingucken und in die verschiedenen Gewebeschichten. Und ist echt wow. Ah, mit einem Spiegel, guck mal, hier kann man noch über den Spiegel reinschauen. Auch eine nette, gute Idee. Sehr, sehr schön. Also ihr seht ja, das geht selbstverständlich auch mit Tieren und es ist natürlich eine Wahnsinnsarbeit, denn wenn ihr wisst, wie das funktioniert, also man muss ja erstmal das Wasser austauschen gegen eine andere Substanz und diese andere Substanz, das Aceton, dann gegen Plaste oder Plastik. Also da braucht man schon ganz schön große Becken für. Es ist hart. Übrigens auch hier kein Geruch, ne? Also es riecht weder nach Chemikalien noch nach Fäulnis, weil ja auch keine Bakterien da sind. Also ist alles ganz normal. Wenn ihr schon mal hier wart, hier waren früher die Papageien, die gibt es nicht mehr. So, wir sind jetzt in der ersten Etage. Erstmal könnt ihr mal, falls ihr schon mal Wirbel von der Giraffe gesehen habt, wahrscheinlich nicht, könnt ihr hier mal sehen. Und das ist ein altes Biologenrätsel. Wie viele Wirbel hat eigentlich eine Giraffe? Dünn, 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 wie viele Halswirbel? Naja, was denkst du? Wie viele Halswirbel hat sie? 1000? 5000? Wahrscheinlich genauso viele Halswirbel wie viele andere Säugetiere. Also plus, minus, mal den Schwanz dran, mal den Schwanz weg. Ja, aber Halswirbel sind es genauso viele. Die sind halt hier super. Wirbel, ja, Halswirbel. Ja, stimmt. Wirbel allgemein. Und die Chefin hat gerade, die steht hinter der Kamera, die könnt ihr nicht sehen, hat gerade gesagt, hier wird alles zerschnitten, hier könnt ihr ein Klavier sehen. Hier ist ein Klavier, hat der Gunther zerschnitten, 2011. Und nur damit man mal sieht, das funktioniert mit allem. Man lernt unheimlich viel drüber. Es hat nicht nur mit menschlicher Anatomie was zu tun, sondern überhaupt mit dem Aufbau von allen Dingen. Also nur damit ihr seht, das geht nicht nur darum, immer Lebendes zu zergliedern und wieder zusammenzubauen, sondern es geht auch mit nicht lebenden Dingen und es ist auch sehr interessant. Hier ist noch was ganz besonders Schönes, das hat nämlich auch was mit Tieren zu tun. Komm, wir gucken nochmal nach unten zu den Tieren. Pässchen, da. Jetzt ist ein Menschenfuß, aber jetzt könnt ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn man in so High Heels, Pumps, ne, heißt das? Ja. Ja, wenn man in so High Heels oder Pumps drin steht, erstmal schon mal interessant, warum knicken die nicht um? Also manche knicken ja um und gehen kaputt, aber manche halt auch nicht. Da seht ihr das, da ist Metall drin. Aber jetzt könnt ihr mal sehen, da steht man wirklich, wirklich auf den Zehen. Und wenn ihr denkt, das wäre super ungewöhnlich, ist es gar nicht. Das hat sich im Tierreich auch mehrmals entwickelt, dass Tiere sozusagen auf den Zehen laufen. Also da macht der Mensch, eine kurzzeitige Entwicklung mal mit, zumindest bei einer Party oder so, wenn er die Schuhe anzieht, wie das im Tierreich auch in der Evolution entstanden ist. Wesentlich normaler im Rollschuh. Jetzt sind wir in den Hallen. Ich will nicht Heilige, will ich nicht sagen, aber Hallen sind es. Und hier hinten seht ihr ein, man würde denken, wenn wir uns das mal anschauen hier, man denkt ein Blutgefäßsystem, sind aber gefärbte Äste. Wie kann das sein, dass die so ähnlich aussehen? Blutgefäßsystem würde auch nicht anders aussehen. Das kommt daher, dass aus Gründen, die niemand kennt, es ist völlig unbekannt, alles, Berge, Wolken, Wiesen, Flüsse, Blutgefäßsysteme, Äste nach demselben mathematischen Prinzip aufgebaut sind, Fraktale. Das ist eine ganz simple Formel, also oder beziehungsweise es gibt auch mehrere Formeln, aber die sind total simpel und das ist Selbstähnlichkeit. Es ähnelt sich alles. Es ist keine Einbildung, wenn ihr das seht und deswegen kann auch niemand ernsthaft unterscheiden, ob das hier Äste oder ein Blutgefäßsystem von irgendeinem Tier ist. Also wenn jemand behauptet, er könnte das durch bloßes Hingucken, dann stimmt das nicht. Leute, in diesem Traum von anatomischer Lehre kommt jetzt eine Animation, die habe ich noch nicht gesehen. Leider habe ich zu viel Schwarz an, deswegen haben wir hier einen Freiwilligen im Hawaii-Hemd. Und der macht euch das mal vor. So, Gender Male. Und jetzt kann man die einzelnen Muskeln lernen. Das ist ja bei Medizinstudierenden, die kriegen da ja zu viel. Komm ruhig mal was näher ran. Und dann, wenn man nach vorne geht, kann man auf einmal die inneren Organe sehen. Und dann geht man immer tiefer in den Körper rein. Jetzt seht ihr das Blutgefäßsystem da hinten unter anderem. Pankreas, Herz, Niere, Kehlkopf, Leber, Gallenblase, Darm, Blase. Und jetzt auf einmal werden wieder die ganzen Muskeln aufmachen. Wie bei Terminator, nur 1000-mal besser. Wie hast du dich gefühlt? Auflösend, aufgelöst und wieder zusammengesetzt. Warst du richtig schlank? Hier gibt es ein riesiges Becken für Großtiere. Ihr habt ja vorhin gesehen, dass es Giraffen und habt ihr vielleicht gehört, in Atlanta ist im Museum ein riesiges Walherz, ein gigantisches Walherz. Das wurde hier plastiniert und hier seht ihr jetzt ein Hammerhai. Der liegt da drin und wird gerade vorbereitet für die Plastination. Also das ist alles hier vor Ort, ist alles real. So läuft das.